Lieferung von Holzstämmen. Und damit hallo und herzlich willkommen in Transim World 3. Willkommen am Bahnhof Chur. Sie benehmen heute den morgendlichen Güterzug. Kuppeln Sie die Wagen an und bringen Sie diese dann nach St. Peter-Molinés. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen auf den Schienen der Rätischen Bahn. Ganz richtig, wir sind heute in der Schweiz und zwar bei der Schmalspurbahn und dürfen diese wunderschöne große rote Elektrolokomotive einmal in Richtung St. Peter-Molinés fahren. Und genau deswegen steigen wir auch direkt in das Fahrzeug ein und setzen uns einmal auf den Lokführersitz drauf. So, Tür aufgemacht, dann die Leiter hinaufklettern, die Tür hinter uns wieder zugeschmissen und einmal hinsetzen auf den Sitz. So, hier angekommen, genau, aktivieren wir erstmal den Führerstand. Dann Fahrtrichtungssender können wir schon nach vorne verlegen. Weiter geht's mal noch unbedingt mit dem Licht. Einmal im Führerstand die Beleuchtung anknipsen. So, die Außenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung aktivieren. Und die Instrumentenbeleuchtung können wir auch noch ein Stückchen runterdrehen, sodass es angenehm wird. Vom Fahrplan die noch ein Stückchen hoch. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Wir haben dreiweise Licht an der Front. Das ist richtig, perfekt. Und hinten dran, da leuchtet noch kein rotes Rücklicht, fällt mir gerade auf. Da gucken wir mal noch, dass wir das eingestellt bekommen. Genau, Zugschlussbeleuchtung, zack, einmal nach drüben gestellt und dann haben wir hinten ein rotes Lämpchen. Das ist dann richtig so. Okay, ansonsten, ja genau, stellen Sie die Vakuumbremse auf Lösen. Das machen wir natürlich gerne, denn ansonsten können wir nicht losfahren. Vakuumpumpe natürlich noch einschalten und die Lokbremse in Lösestellung. Ah, das war so ein bisschen problematisch. Die kann man irgendwie nicht ganz so frei bedienen wie all die anderen Bedienelemente. Aber okay. So, an einem Ort anhalten, Kurbahnsteig Nummer 2. Und dann fahren wir mal langsam vor, würde ich sagen. So, schön vorsichtig Zugkraft aufschalten. Ja, das geht jetzt etwas ruckartig. So, wie viel dürfen wir denn fahren? Ja, ungefähr 30 km pro Stunde, wenn ich das richtig sehe hier unten. Aber über die Weichen, da machen wir etwas langsamer. Nehmen wir mal so 25 ungefähr. Und dann sollte das passen. Ich merke auch gerade, wir fahren mit der voreingestellten Geschwindigkeitsansteuerung. Ah genau, die Lokomotive hat jetzt so eine Art, ich sag mal, AFB drin. Also mit anderen Worten, sie beschleunigt bis zu der angegebenen Geschwindigkeit. Wenn wir allerdings jetzt den Fahrschalter auf 20 anstellen, dann bremst die Lokomotive nicht selbsttätig, sondern das müssten wir dann wirklich selbst machen. Aber sie nimmt quasi die Leistung raus und lässt den Zug bzw. sich selbst dann ausrollen. So, hier vorne kommt die Ankündigung. 20 darf gefahren werden. Und dann geht es gleich weiter mit 25. So, hier stehen schon mal zwei Holzwagen. Jeweils als Flachwagen ausgeführt. Und hier vorne geht es dann, ja, als Rangierfahrt erstmal weiter. Am Haltzeigenden vorbei. So, dann gucken wir auch gleich mal, ob die elektrische Bremse funktioniert. Und ob wir hier runterbremsen können in Chur. Ja, perfekt. So, das passt. Dann Fahrschalter wieder auf 0 drehen. So, und jetzt ist die Frage, können wir den Führerstand einfach wechseln? Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir legen mal die Bremse hier vollständig an. Zack, zack. Kann man den Schlüssel mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Vakuumpumpe. Ach komm, wir machen sie mal aus. Okay, geht nicht aus. Dann lassen wir es einfach alles so, wie es ist. Und wechseln einmal. Ach doch, das geht auch durch die Lokomotive. Sehr schön. Einmal den Führerstand. Nein, es geht doch nicht durch die Lokomotive. Das ist nur der Maschinenraum. Dann machen wir einmal die Maschinenraumtür zu. Die Tür vom Fahrstand wieder auf.
Ja, rausspringen wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte schön langsam runterklettern. Und dann gehen wir einmal nach drüben. So, Fahrstand 2. Tür wieder zu. Selbes Prozedere noch einmal. Schlüssel reinstecken, beziehungsweise nur noch umdrehen. Fahrtrichtungswender nach vorne. Bremse lösen. Auch cool, dass die direkte Bremse hier noch angelegt ist. So, Licht einschalten. Ja, Zugschlussbeleuchtung. Ach, okay. Dann lassen wir die mal ganz kurz aus an der Stelle, weil das hinten noch leuchtet. So, drei weiße Lichter an der Front müssten jetzt eigentlich an sein. Genau. Ah, das rote Lämpchen leuchtet auch noch. Ja, liegt jetzt daran, weil ich auf der anderen Seite das Licht so eingestellt hatte. Und genau, wir sollen die beiden Wagen ankuppeln. Und dazu müsste uns irgendjemand die Weiche umstellen. Beziehungsweise wir rufen mal ganz kurz im Stellwerk an. Genau, und dann macht das der Fahrdienstleiter für uns. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit ist kein Problem, können wir gerne machen. Und einmal noch natürlich die Lokbremse lösen. Ah, das ist doch sehr ruckartig. Normalerweise konnten wir doch den Modus immer umschalten. Also man konnte quasi die Vorwahl wählen, ob man die Geschwindigkeit halten möchte mit den Fahrstufen. Oder ob man das eben einfach, ja, wirklich fahrstufenabhängig machen möchte. So, zack. Ja, das war ein bisschen stark dran gefahren. Aber dann können wir jetzt nochmal schön aufdrücken. Ach, und ich sehe auch gerade, es gibt Halbfahrstufen. Sehr schön. Na, das ist wieder so ein typisches TSW-Problem. Wenn man irgendwie versucht, das Ganze fein anzusteuern. Okay, macht er jetzt schon mal gar nicht. Dann machen wir das so. Oh, na, genau das. Boah. Nee, also wirklich, das ist echt nicht schön gelöst, finde ich. Da kannst du noch so sachte da ranfahren, wie du möchtest. Genau das meine ich. Die Lokomotive rast einfach plötzlich los. Na gut. Wir legen die Bremse an und gucken mal ganz kurz, ob das so passt. Ja, okay, das ist schon, schon kuppelreif in der Simulation. Und dann geht es für uns einmal in Richtung Untersachs auf Gleis 1. So, dann hier Lokbremse vollständig lösen, Vakuumbremse einmal komplett durchziehen, Pumpe aus, na, Fahrschalter auf 0 bitte, so, Fahrtrichtungswende raus und Führerpult deaktivieren. Ganz wichtig natürlich noch, das Licht ausschalten, so genau, ist auf beiden Seiten aus. Führerraumbeleuchtung können wir auch ausschalten. Die braucht jetzt hier eigentlich keiner weiter. Genau, und dann können wir ohne Probleme einen Führerstandswechsel durchführen. So, Gleise rechts und links sind auch frei. Einmal durchgewechselt und drüben wieder rein. Zack. Hinsetzen. Schlüssel umdrehen. Der Großteil ist ja eigentlich schon vorbereitet jetzt. Bremse in Lösestellung. Die in Lösestellung. Und dann passt das so. Okay. So, probieren wir es mal langsam. Ne, langsam will die Lokomotive nicht. Licht richtig? Ja, das passt. Und dann geht's tatsächlich mit zwei Güterwagen heute in Richtung Untersachs. Genau, und das Schöne an der Arosa-Linie ist ja auch, dass wir hier wirklich durch die Stadt hindurchfahren. Und zwar wirklich, ja, im Straßenkörper. Also eigentlich relativ ähnlich zu einer Straßenbahn. Nur, dass wir eben
ein riesengroßes Schienenfahrzeug haben. So, ich weiß, es ist die Lokbremse, aber wir bremsen hier trotzdem mal ganz kurz mit der rein. So, es scheint alles in Ordnung zu sein. Hier rechts und links hält sich wirklich jeder daran, dass wir als Schienenfahrzeug Vorrang haben. Fußgänger gibt es hier auch keine. Perfekt. Dann einmal hoch auf 25. Gut, die 25 sind ja noch gar nicht zugelassen. Die Bremswirkung testen. Ja. Ist eigentlich schön zuverlässig. Das ist ja cool. Einfach nochmal hier schön die Leute früh am Morgen einmal aufwecken. 6.41 Uhr. Da brausen wir einmal mit unserer Lokomotive durch die City. So, hier vorne haben schon alle angehalten. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal wild rumpfeifen oder so. Die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße bleiben auch stehen hier vorne. Genau, jetzt gibt es nämlich Gegenverkehr. So, 4,3 Kilometer sind das. Wir gucken mal ganz kurz. Oh, das sieht richtig schön aus hier mit dem blauen Wasser noch. Ja, ein bisschen schade finde ich im Hintergrund, dass die Berge einfach so nackig dargestellt sind. Das fällt mir auch gerade auf, wir sind auf der Arosa-Strecke schon so lange nicht mehr gefahren. Eigentlich echt schön, mal wieder so eine Runde durch die Schweiz zu drehen. Vor allem eben oben in den Bergen. Gerade Cour Arosa, da überwinden wir ja auch wirklich einige Höhenmeter. Und dann sogar ausnahmsweise mal mit einem Güterzug. Ich glaube, einen Güterzug hatten wir bisher noch nie. Also jedenfalls nicht hier direkt in Cour. Dann sind wir eigentlich meistens auf der Albola-Strecke gefahren. Oder... ja, auch auf der Berliner Strecke. Wobei, ob man jetzt bei zwei Wagen von einem Zug sprechen kann, ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig für die Verhältnisse, die man aus Deutschland und Österreich oder auch ja, in der Schweiz von eben den Vollbahnsystemen kennt. Jetzt mal die Nebenbahn ausgenommen. Also zumindest von einem Güterzug, der über die Hauptstrecken verkehrt. Die sind in der Regel länger. Weil desto länger ein Güterzug natürlich auch ist, desto wirtschaftlicher fährt er in der Regel auch. Weil einfach mehr Güter transportiert werden können. So, Achtung, Schienenfahrzeuge. Ja, das Schild sollte natürlich nicht für uns gelten. Für uns sollten die Fahrstraßen schon richtig gestellt sein. Wenn wir da auch noch auf Schienenfahrzeuge achten müssten... Uiuiui. So, und nebenan kommt dann auch gleich noch das Depot. Kursand. Bahndienststützpunkt der RHB. Sehr cool. Das ist aber auch ungewöhnlich hier, ne? Also, das Signal steht so weit von unserem eigentlichen Schienenkörper weg. Da könnte man schon fast meinen, das würde gar nicht für einen gelten. Ich habe hier drüben auch mal die rot-weiße Tafel dazu. So, und dann ja, dürfen wir schon wieder ein bisschen schneller fahren. Einmal auf die 30 rauf. Genau, jetzt müssen wir nämlich auch den Berg erklimmen. Jetzt will ich mal noch direkt gucken. Kriegen wir hier... noch mehr nicht, können wir natürlich nicht schalten. Da
apropos Licht, wenn wir uns schon um die Spitzenbeleuchtung kümmern, da hinten steckt auch gar keine Zugschlussscheibe oder so. So, wenn ich das hier sehe, das schaut aus wie irgendein Umspannwerk. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Unterwerk ist für die Bahn, wo quasi der Oberstrom transformiert wird oder die Spannung transformiert wird. So, zwei weiße Lämpchen und einmal Pfeifen. Auch was die Signalisierung angeht. Ne? Wir sind halt wirklich lange nicht mehr auf der RHB-Strecke gefahren, aber ein Großteil der Signalbilder ist natürlich noch im Hinterkopf geblieben. Dennoch ist es ein bisschen schwierig, wenn es jetzt hier um besondere Signale geht oder auch wenn jetzt hier zum Beispiel noch ein Hilfssignal kommen würde, da müsste ich tatsächlich schauen, ob ich damit noch umzugehen weiß. Ich meine, das war irgendwie noch eine Zusatzanzeige unten drunter unter dem gewöhnlichen Signalschirm. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein schräger Strich war oder ob der waagerecht war. Beziehungsweise, ja, senkrecht. Aber gucken wir dann mal. Und ich hoffe mal, wir kriegen heute einfach kein Hilfssignal. Also in Deutschland sind das bei uns Ersatzsignale. Genauso wie man es auch in Österreich dazu sagt. Ja, wie man das jetzt hier in der Schweiz dann bei der RHB gelöst hat, schauen wir uns dann an, wenn es dann kommen sollte. Aber bei einem reibungslosen Bahnverkehr sollten wir das eigentlich nicht brauchen. Und gerade die Schweiz ist ja auch für ihre besonders gute Infrastruktur bekannt. Denn die Schweiz gibt einen sehr hohen Anteil des eingenommenen Geldes, sage ich mal, an die Bahninfrastruktur ab, beziehungsweise investiert es in die Eisenbahninfrastruktur. Und da gibt es immer so diese ja, schöne Vergleichsgrafik, wie denn das Pro-Kopf-Einkommen quasi ja, in die Schiene reinfließt. Wobei man halt bei so einer Darstellung auch immer aufpassen muss, das kann schnell irreführend werden, einfach dadurch begründet, dass natürlich auch die Schweiz weniger Personen hat, also weniger Menschen, die in der Schweiz leben, die aber wiederum auch ein kleineres Streckennetz zu finanzieren haben. Und wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, da gibt es ein relativ großes Schienennetz, allerdings auch wesentlich mehr Personen, die dann hier in Deutschland eben leben. Also man sieht dann halt einfach nur gerne so diesen Zahlenunterschied, so und so viel wird in die Schiene investiert und ja, so viel in einem anderen Land, aber wie gut tatsächlich dann dieser Vergleich ist, das lässt sich aus der Zahl selbst nicht unbedingt direkt ablesen. Also angenommen jetzt, man würde das Ganze auf Vatikanstadt beziehen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Vatikanstadt hat, aber es sind doch relativ wenig. Und Vatikanstadt hat ja bekanntlicherweise sogar einen eigenen Bahnhof oder eine Haltestelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Haltepunkt ist oder wie man das da deklariert hat. Auf jeden Fall eine Eisenbahnhaltestelle. Und ja, da könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, wie groß ist das Pro-Kopf-Einkommen, oder wie groß ist der Anteil des Pro-Kopf-Einkommens, was dann da in die Schiene investiert wird. Also ist wahrscheinlich da auch ein bisschen unrepräsentabel. Aber ja, so ungefähr könnte man das machen. So, die Geschwindigkeit müssen wir hier mal noch ein bisschen runternehmen. Denn hier sind ja, 30 zugelassen. Oder 33 wahrscheinlich gerade. Jetzt ist die Frage noch ganz kurz. Gibt es dafür extra eigentlich eine Rasterstellung? Ja, tatsächlich. Also hier einmal 35, 33, 30. Aber dazwischen, nee, zwischen 25 und 30 gibt es dann nicht nochmal was. Beziehungsweise gibt es hier noch ein, nee, okay. So, also bitte nicht wundern, dieses Rumgeruder am Fahrschalter ist natürlich für eine echte Fahrt alles andere als geeignet. Aber wenn man so ein bisschen das Fahrzeug
ich sag mal, wieder kennenlernt, dann muss man das eben einfach auch mal getestet haben, wo da wirklich die Rasterstellung dann ist. Weil klar, wenn man tagtäglich hier mit der Lokomotive rumfährt, dann kennt man die in- und auswendig, dann kann man die wahrscheinlich auch, wenn man keine Signale etc. beachten müsste, blind bedienen. Aber ja, da ich jetzt nicht jeden Tag auf der GE4-4-2 der RHB unterwegs bin, ja, muss man dann immer ein bisschen gucken, wie ging das ein oder andere. Aber bisher klappt das doch eigentlich ganz gut. Ja, mittlerweile gibt es auch eine neuere Variante von der Lokomotive, oder auf dem Streckennetz der RHB gibt es neuere Fahrzeuge. Das sind dann die, ich sag mal, kantigeren Fahrzeuge. Also die sehen einfach auch etwas futuristischer aus. Unsere Lok hier, ja, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber gerade das, finde ich, macht es ja auch interessant für den Simulator, dass man eben einfach die Möglichkeit hat, die älteren Fahrzeuge, die man vielleicht nicht jeden Tag auf der Schiene antrifft, ja, dennoch wiedererleben zu können. Und keine Sorge, also die Lokomotive, die fährt auch noch. Aber es gibt eben auch diverse neue Fahrzeuge, die bei der RHB anzutreffen sind. Diese Tunnelkonstruktion finde ich immer sehr schön, auch wenn es etwas dunkel ist jetzt. Ich würde mir tatsächlich eine bessere Beleuchtung irgendwo wünschen. Aber das liegt einfach an den Glühbirnen, die da in der Lokomotive verbaut sind. Da sind keine hellen LED-Strahler oder so drin. Ganz so futuristisch ist die Lokomotive dann eben doch nicht angehaucht. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Untersachs, genau. Gleis 1. Ja, da geht's durch für uns. Brauchen wir jetzt nicht irgendwie anhalten. So, und dann geht's zum Bahnsteig 2 in 2,4 Kilometern. Okay. So, den steilen Berg hinauf. Gucken wir noch mal ganz kurz, die 30 müssten ja eigentlich weiterhin gelten. Ja, das bleibt auch so. Ja, jetzt ist die Frage, können wir hier irgendwo noch mehr Zugkraft vorwählen? Das hier unten wird alles Heizung sein, beziehungsweise Klimaaggregate. Oh, es ist wirklich so dunkel hier in dem Tunnel. Also ein bisschen besser wird das in echt schon sein. Mal ganz kurz raus. So, und da kommen wir ins Tageslicht. Wunderschön die Lokomotive hier. Wie sie sich in der aufgehenden Sonne präsentiert. Einfach echt schön. Und mit den zwei Wagen hinten dran, ja, da hat sie auch nicht wirklich schwer zu schleppen. Trotz des Funkenflugs oben am Bügel. Das Bügelfeuer gehört da einfach mit dazu. Sehr cool. Und dann dürften wir auch gleich am Bahnhof Löhren-Kastil sein. Wenn das so richtig ausgesprochen ist. Das ist ja immer so die Besonderheit mit den Namen der Ortschaften bzw. Bahnhofsnamen in der Schweiz. Richtig schön, wenn man sich hier mal das Neigungsverhältnis anschaut von der Brücke. Also das ist wirklich eine krasse Neigung. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viel Promille das sind. Hier unten steht jetzt drin 6%, okay. Also das ist schon ordentlich. Das wären also umgerechnet 60 Promille.
weil Promille ist eben der Teil von 1000. Also 6% Steigerung, das ist schon wirklich ordentlich. Das wären dann eben auf 100 Meter quasi 6 Höhenmeter, die überwunden werden. Und auf 1000 Meter die 60 Meter, also genauso einfach nur eine Null hinten dran gesetzt. Und daher dann eben so der kleine Vergleich. So, wir gucken mal ganz kurz. 1,2 Kilometer sind es noch. Da kommt auch schon die Sonne um den Berg drumherum geschossen. Hier sieht man mal richtig schön die Lokomotive. Das ist ja auch so eine Sache, die gefällt mir an TSW richtig, richtig gut, dass sich eben hier auch die Bremsschläuche zum Beispiel sehr dynamisch bewegen. Also, dass sie einfach so ein bisschen im Wind hin und her pendeln. Dass es nicht einfach so ein starres Modell, so ein statisches Modell ist, wie man das aus dem Train-Simulator vorher kennt. Sondern hier fließen halt so ein paar physikalische Überlegungen noch mit rein in das Fahrzeug. Dass es eben nicht nur einfach wie ein Klotz über die Schienen rollt. So, wir gehen mal auf 33. In der Hoffnung, dass das Fahrzeug dann die Geschwindigkeit auch hält. Und die 30 kommen dann in rund 700 Metern wieder. Die Geschwindigkeitsanzeige, also was uns als nächstes erwartet, das haben wir immer oben rechts in der Ecke, wenn ich die F1-Taste drücke. Und hier vielleicht bekommen wir jetzt noch einmal einen richtig schönen Blick auf das Fahrzeug mit den Wagen dran. Doch immer nur für einen Moment, für einen Bruchteil einer Sekunde, in wunderschöne Seitenbeleuchtung. Einfach toll. Auch die Spiegelungseffekte von der Sonne, die hier auf der Schienenoberkante reflektieren. Richtig, richtig schön. Hier noch einmal schön ins Seitenpanorama. So, angekündigt sind 30 Kilometer pro Stunde und die nehmen wir auch direkt mal an. Wir gehen hier eine Fahrstufe oder eine Rasterstellung am Fahrschalten nach unten, dann landen wir bei den 30 und gleichzeitig natürlich auch im Bahnhof. So, da heißt es einmal Warnung. Was quasi einfach so viel heißt wie halt erwarten. So, und da geht's schon wieder weiter. Das war ja dann doch relativ fix geschaltet. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass da irgendwie noch Halt erwarten drin oder aus dem aus der Warnung, dass daraus ein Halt resultiert. Und dann sind wir gleich wieder in St. Peter-Molyneux am Bahnsteig Nummer 2. Ach, und guck mal, wir dürfen etwas schneller fahren. Die Geschwindigkeitsheraufsetzung habe ich gar nicht mitbekommen gehabt. So, bei 35. Und wir können auch mal noch ganz kurz gucken, wie das hier vom Fahrplan weiter ausschaut. Wir müssen dann mit dem Wagen scheinbar noch ein bisschen rumjonglieren. Und dann geht es zurück. Oder was heißt zurück? Es geht nach Langwies. Genau, und dann haben wir ungefähr eine Stunde an Fahrzeit schon voll. Also je nachdem, wie sich dann halt auch das Rangieren da in der Zeit auswirkt, müssen wir mal gucken. Weil eigentlich ist das Szenario wieder für 50 Minuten geplant. Ich denke mal, durch die ganzen Erklärungen
beziehungsweise durch das ganze Gerede nebenbei, das Zeigen von irgendwelchen Sachen oder das doch relativ ruhige Fahren, könnte es vorkommen, dass wir da etwas länger brauchen als 50 Minuten. Deswegen, ich nehme da einfach mal so in die Kalkulation 50 plus 10 Minuten rein und dann passt das, glaube ich, ganz gut. So, der Gleisbogen da vorne natürlich auch wieder kombiniert mit einem schönen Brückenbauwerk. Einfach herrlich. Und so viel kann man da wahrscheinlich auch gar nicht mehr hinten dranhängen, weil wenn wir da jetzt schon zwei Wagen dranhängen haben, die dann noch voll beladen sind, dann wird auch irgendwann, glaube ich, der Punkt erreicht werden, dass eben das Fahrzeug zwar dennoch Zugkraft hat, aber die Zugkraft gar nicht mehr auf die Schiene bringen kann, weil eben früher oder später einfach die, ja, bei uns in Deutschland ist es als Grenzlast bekannt, das Gewicht des Zuges überschrieben ist, an dem das Fahrzeug es aus eigener, ja, Haftkraft überwinden kann. Also, dass das Fahrzeug den Zug überhaupt noch beschleunigen kann. Zwei Kilometer sind es noch und das T-Display sollten wir unbedingt noch ausblenden. Das ist auch so eine Sache, wenn man mit T dieses Zusatzdisplay hier aktiviert. Es kann auch sein, dass das bei dir auf einer anderen Taste liegt, aber bei mir liegt es halt standardmäßig auf T. Dass man dann eben ja, bestimmte Aktionen in der Simulation, wenn man das dann wieder per F1-Taste ausblendet, nicht durchführen kann. So ein ähnliches Problem hatte ich schon mal, ich glaube, mit den Türen dann. Also nochmal ganz kurz das Beispiel, wenn wir hier das T-Display öffnen, dann können wir... Ah doch, jetzt können wir das machen. Aber irgendein Problem gab es da mal. Ich glaube, dass wir nicht in ein Fahrzeug einsteigen konnten oder irgendwas. Ja, aufstehen und hinsetzen funktioniert eigentlich auch. Es gibt irgendeine Interaktion, die durch dieses Display, jedenfalls auf jeden Fall noch in TSW 2, blockiert wurde. Ob man das behoben hat, ja, müssen wir mal ausprobieren. Spätestens wenn ich es irgendwann mal wieder vergessen habe, das Display im Hintergrund zu deaktivieren, dann werden wir das merken. So, jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen aufpassen und nicht so viel draußen schauen. Weil entweder fahren wir jetzt gerade in der Waagerechten oder es geht vielleicht sogar schon bergab. Ja, es geht wieder bergauf. So schnell können sich halt auch die Neigungsverhältnisse auf der Arosa-Bahn ändern. Da bleibt nicht wirklich viel Zeit. Jetzt kommt hier vorne nochmal ein richtig schöner Bogen. Gucken wir uns auch nochmal bitte von draußen an. Wirkt mit der Pfeife so ein bisschen wie eine Spielzeugeisenbahn, habe ich immer das Gefühl. Auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Herrlich. Wirklich. So eine schöne Lokomotive. Würde ich auch sehr gerne mal noch in echt erleben. Gesehen habe ich sie noch nicht. Aber allgemein. Die Fahrzeuge von der Rhätischen Bahn habe ich in echt noch nicht vors Auge bzw. vor die Linse bekommen. Aber das ist auf jeden Fall auch noch sowas, was auf der, ich sag mal, Eisenbahn-Wunschliste mit draufsteht, was man einfach unbedingt mal gemacht haben muss. Eine Tour bei der RHB. Oh, und hier auch direkt ins Sonnenlicht hinein. Ja, beim Fahren stört eine niedrige Sonne sehr. Da ist es nicht angenehm. Aber gerade hier für das Szenario, für einen ungeblendeten Sonnenblick, ist es doch wirklich sehr schön. So, aber wieder rein in die Lokführerkabine, in den Führerstand.
Also ganz kurz mal so als Einschätzung zur Strecke meinerseits. Ich finde, was die Signalisierung angeht, ist die Strecke echt gelungen. Gerade auch was den bahnbetrieblichen Teil angeht. Also die Infrastruktur, die Masten, wie die platziert worden sind, die Brücken, die Ingenieursbauwerke. Das gefällt mir alles richtig, richtig gut. Gerade auch hier mit der Oberleitung, dass die einfach so seitlich eingehangen wurde, auf Verspannung gesetzt und so weiter und so fort. Wirklich richtig, richtig schön umgesetzt auch. Was mir nicht so gut gefällt, das sind diese doch, etwas matschig wirkenden Berge. Ja, Zugsicherung. Die finde ich wiederum ein bisschen schade. Na, wirkt die Bremse auch mal. Jetzt. So. Und der Zug steht. So, zwei Wagen abkuppeln. Okay. Dann einmal aussteigen. So, Vakuumbremse anlegen. Lokbremse wieder anlegen. Fahrschalter in Ausstellung. Und. Genau. Einmal hier drüben raus. Das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil an der. Schmalspur-Variante von der Lokomotive. Es gibt ja auch noch eine für die Regelspur. Die hat auch zwei Türen, also auf jeder Führerstandseite. Hier die Variante von der RHB, die hat jeweils nur eine Tür, weil die Türen eben auch als Schwenktüren ausgeführt sind und dadurch dann eben logisch man nur Platz hat für eine Tür. So, Wagen sind abgekuppelt, können wir hier stehen lassen. Fahrdienstleiter ist auch informiert darüber und dann geht's hier hoch. Zum nächsten Punkt. Wir steigen ein, machen die Türchen zu, so, nehmen natürlich wieder Platz und lösen erstmal die Bremse. Ganz wichtig noch geschaut. Ah, sehr schön. In der Simulation klappt das automatisch. Da leuchtet dann einfach das rote Rücklicht, wenn man die Wagen abgekuppelt hat. In echt muss man das natürlich dann noch hinterher einstellen. Und dann sind wir auch gleich startklar. So, die Bremse ist gelöst. Zumindest die Vakuumzugbremse. Und die Lokbremse geht bitte ebenfalls noch in die Lösestellung. Genau, dann tasten wir mal ganz langsam Leistung vor. In der Hoffnung, dass das Fahrzeug nicht gleich wieder losspringt. Und es springt natürlich los. So, auf ungefähr 5 km pro Stunde erstmal beschleunigt. Ganz kurz mal nachgeschaut. Da hinten passt soweit alles. Und genau, weil ich es auch gerade noch sehe, wir ziehen ja jetzt sowieso erstmal langsam vor bis zum Punkt. Ne? Hier steht auch noch die kleine Rivet-Kamera. Die können wir, glaube ich, sogar... Entweder konnten wir die aufstellen oder... Ganz kurz, wir bringen die Lokomotive nochmal kurz zum Halten. Ich möchte nochmal ganz kurz diese kleine Zwischenerrungenschaft abschließen. Dazu kurz aufstehen. So, wir mussten ja links heraus aus der Lokomotive. So, in der Simulation können wir auch einfach rausspringen. Das tut uns nicht weh. So, rechts und links kommt nichts. Gut. Und dann gehen wir einfach mal ganz kurz zur Kamera hin. Ach, okay. Man musste die quasi aufstellen, ja. Und bekommt dann so schöne kleine Bilder aus der Kamera heraus. Das kann man quasi wie so eine Echtzeitablichtung sehen. Wenn man also quasi in einem Szenario mit dem Zug da langgefahren ist, dann bekommt man quasi aus dieser aktuellen Szene ein kleines Bildchen zusammengestellt, was dann diese Kamera ausdruckt. Also ist quasi so eine direkt bildproduzierende Kamera. So, Zugkraft haben wir gleich auch noch im Griff. Die Bremse ist fast gelöst. Und gleich springt das Fahrzeug wieder los. Oder nicht? Ach so, weil wir nicht ganz ausgelöst haben. Ja, und genau. Es geht natürlich direkt wieder ruckartig los. Direkt auf 5 km pro Stunde beschleunigt. Aber mit was für einem Ruck halt auch. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir das eigentlich irgendwo auch umschalten konnten.
muss doch irgendwie drüben. Da konnte man doch regeln, ob man diese Geschwindigkeitsfahrstufen damit direkt anwählen möchte. Oder ob man eben ja, das Ganze wirklich leistungsabhängig steuern will. So dass man quasi selbst die Zugkraft regelt und eben nicht die Geschwindigkeit vorbehält. So, dann setzen wir hier einmal um. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass man das Einfahrsignal in dem Bahnhof so weit weggestellt hat. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man das vielleicht durch die Neigung begründet, weil man sich eben sagt, okay, falls hier wirklich mal ein Zug am Signal vorbeifahren sollte, und zwar naja, beinahe ungebremst, dann... So. Genau, dass man dann dem Zug quasi einen sehr großen Durchrutschweg gibt, aufgrund der doch sehr starken Steigung oder dem sehr starken Gefälle in dem Fall. Und auf der anderen Seite, weil man sich halt wahrscheinlich dann auch denkt, gut, wenn da noch ein anderer Zug entgegenkommt etc., dann könnte es etwas kritisch werden. So, wir sollten jetzt eigentlich einmal den Führerstand wechseln. Wir gucken mal ganz kurz, ob das auch reicht, wenn wir hier die Bremse einfach so auslösen. Ja, nee, das wollten wir wiederum nicht. Das ist die falsche Richtung. Na, die Zugkraft wegnehmen. Jetzt. Genau. Und dann lassen wir die Lokomotive ausnahmsweise mal rückwärts hier entlang rollern. Denn wir müssen jetzt einmal quasi an dem Wagen da unten vorbei und umsetzen. Nein, 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 nicht so schnell werden. So, und das können wir jetzt auch nur machen, weil wir hier quasi die Außenkamera zur Verfügung haben. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen auslösen. Ja gut, jetzt haben wir wirklich so stark reingebremst. Ach komm, wir machen das ordentlich. Wir steigen hier einmal vom Führerstand ab. So. Aber das ist doch kein ordentliches Gefahre, hier rückwärts ohne wirklich einen Blick nach hinten zu haben. So. Und man muss ja auch sagen, der Führerstandswechsel geht bei dem Fahrzeug hier richtig, richtig schnell. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mal an die Baureihe 187 denke, da braucht man wirklich Minuten, bis man den Führerstand gewechselt hat. Also, das Wechseln selbst ist kein Problem, aber den Führerstand fahrbereit zu machen, inklusive ja, der ganzen Zugsicherungssysteme und vor allem eben auch dem ETCS-System, was man da dann noch mit durchzubedienen hat, beziehungsweise vorzukonfigurieren, das ist dann eigentlich so das Problem, was halt viel Zeit kostet. Ne, da ist das hier wirklich ein Klacks, muss man sagen. So, Beleuchtung hätte ich auch noch ganz gerne. Ach so, die ist schon an. Dass man da immer gleich so schnell werden muss. So, auch hier wieder schön langsam. Ganz kurz mal am BÜ gepfiffen, auch wenn der technisch gesichert ist. Und dann geht es auch hier wieder ebenfalls bis hinter das Einfahrsignal, in dem Fall natürlich aus der anderen Fahrtrichtung. Und auch hier erleben wir es wieder, dass der Abstand bis zur, naja, bis zur weichen Spitze immens groß ist. Aber die E-Bremse wirkt auch wirklich gut, muss ich an der Stelle mal anmerken. Und
dass sich die Lokbremse nicht so richtig greifen lässt. Das ist echt ein Problem. Du hast es vielleicht gerade schon mitbekommen und hast es auch vielleicht am Cursor gesehen. Ich muss hier quasi zweimal nachfassen, wenn ich die Bremse wirklich ordentlich und feinfühlig bedienen möchte. Weil wir können beim ersten Mal reinbremsen nur so ein Stückchen quasi vorwählen und der Rest ist dann so, ja, ich sag mal, mit einem zweiten Ausholversuch jedes Mal verbunden. Also in dem Sinne, dass man da ein zweites Mal hingreifen muss, um dann den Bewegungsvektor, wie er eben für den Bremshebel hinterlegt ist, ja, vollständig nutzen zu können. Ist ein bisschen schade, muss man sich daran gewöhnen. Aber ansonsten ist die Steuerung der Lokomotive, abgesehen vom Anfahrruck, doch eigentlich sehr angenehm. So, wir haben uns hingesetzt und dann geht es weiter. Wir haben aktuell noch ein rotes Signal vor der Nase und deswegen machen wir das mal folgendermaßen. Wir kontaktieren das Stellwerk. So, genau. Und da kommt es nämlich jetzt. Wir haben hier einmal den schrägen leuchtenden Streifen und genau der sagt uns, dass wir hier am Signal vorbeifahren dürfen. So, aktiv geschaltet, Fahrtrichtungswende nach vorne. Lokbremse auslösen. Hui, und dann zieht sie schon direkt los. Den Rest machen wir schön langsam, schön vorsichtig. So. So, Zugsicherung haben wir geklickt. Die gelbe Lampe. Ja, ich hatte auch schon eigentlich. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur der Hinweis, dass hier eben das Ersatz oder das Ersatzsignal halt wirksam ist. Ich nehme mal an, das hängt damit zusammen, dass uns der Fahrdienstleiter jetzt eben in ein besetztes Gleis hineinlotst. So, dann gibt es hier auch nochmal ein weiteres Vorsignal, was in der Stellung Warnung ist. Das ist auch nochmal schön. In Deutschland heißt es einfach Halt erwarten, in der Schweiz hier eben Warnung und auf österreichischer Seite wäre das dann der Vorsichtsbegriff. Na? Ich habe doch die Zugsicherung betätigt. Und auch hier jetzt, wenn wir die 5 km/h Marke erreichen, wird das Fahrzeug wahrscheinlich richtig schlagartig Leistung wieder aufschalten. Ach nein, macht's nicht, okay. Sehr angenehm. So, und hier kannst du es jetzt wahrscheinlich gleich beobachten. Ich kann die Bremse so ein bisschen anlegen. Ja, oder halt gleich zu stark. Das ist auch noch eine Option. Wir können mal jetzt kurz gucken. Naja, so wirklich kuppelreif steht das nicht. Mag uns die Simulation trotzdem... Nee. Hätte ja sein können, dass uns trotzdem kuppeln lässt. Ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass wir gleich richtig losbrausen, wenn die Bremse hier einigermaßen gelöst ist. Ja, und genau das meinte ich. Also, man kann das wirklich nicht ordentlich dosieren. Das finde ich echt ein bisschen schade. Alles andere an der Lokomotive gefällt mir eigentlich so gut. Aber das Dosieren und halt die Lokbremse, wenn man die bedienen möchte per Hand, dann ist das schon wirklich sehr unangenehm. So, Führerstandsbeleuchtung können wir ausmachen. Und dann hier das Türchen auf. Türchen zu. So, ordentlich runterklettern. Lassen will sie uns jetzt auch nicht. Dann kuppeln wir hier einmal manuell die Hauptluftleitung und den Zughaken. So, stellen Sie die Handweiche auf rechts. Das wird dann hier unten die wahrscheinlich sein, ne? Wobei, das ist eigentlich... Also hier unten hätten wir einmal eine Handweiche. Das wäre dann die hier wahrscheinlich. Genau. Aber das finde ich auch ein bisschen schade, dass er jetzt gar nicht dabei stand, welche Handweiche, weil ich bin mir sicher, dass nicht jeder Spieler dieses Spiels unbedingt weiß, was eine Handweiche ist. Aber naja, gut.
So, kommt auch kein Auto, muss man auch dran denken. Auch wenn man die ganze Zeit hier Eisenbahn fährt, gibt es natürlich dennoch den Straßenverkehr, der hier irgendwie kreuzen kann. Und damit wir uns da natürlich auch in keine Unfallsituation hineinmanövrieren, gucken wir da auch natürlich nochmal ordentlich, dass wir da nicht überfahren werden. So, Türchen auch hier wieder auf und zu. Einmal den Führerschein rein. So, aktiviert, Fahrtrichtung nach vorne. Lok- und Zugbremse gehen in Lösestellung. Und Stromabnehmer hoch. Ach, siehst du, was ich vergessen habe? Wir haben hinten noch die Beleuchtung an. So, wie schaut denn das vorne aus? Ja, haben wir jetzt auch die Spitzenbeleuchtung reingegeben. Einmal 300 Meter rangieren. Das ist auch so ein schöner Sound. Also gerade die Pfeife, die erinnert mich wirklich so ein bisschen an eine Dampflokomotive. So, dann geht es hier wieder 60 Promille runter. Da auch gerade nochmal sehr schön an der linken Seite der für die Schweiz typische Neigungsanzeiger, den es da gibt. Und auch hier ein sehr schnelles Rangieren, ne? Genau, wieder hier hinten bis zum Felsen. So, jetzt lösen wir tatsächlich noch die Bremsenstückchen aus, damit wir nicht ganz verzagen. Und irgendwie möchte sie nicht ganz lösen. Ah, ich wollte jetzt auch keine Schnellbremsung. So, wir stehen ja ordentlich auf dem Punkt, das passt. Und dann geht es auch hier wieder zurück. Jetzt müssen wir allerdings mal gucken. Genau, Signal leuchtet jetzt sogar grün. Beziehungsweise wir kriegen halt auch den Hinweis. Hier ein bisschen aufpassen. Da, was macht denn die Lokomotive jetzt? Also das ist... Nee. Also, was die Steuerung der Lokomotive angeht, das ist wirklich schwierig hier in der Simulation. Normalerweise schön langsam die Bremsung gelöst, davor schon ein bisschen Zugkraft aufgebaut, damit die Lokomotive eben dann nicht ruckartig so viel Kraft aufwenden muss. Beziehungsweise, damit sie eben auch nicht dieses kurzzeitig entstehende Gewicht, was durch das, oder die Kraft, die eben durch das Anrollen der Wagen entsteht, direkt abfangen muss, sondern in dem Moment, wo man eben die Bremse langsam löst, etwas Leistung aufschaltet, kann man vorsichtig und langsam den Zugverband schon etwas stauchen und den eben bergaufwärts drücken. Aber das ist leider in der Simulation so nicht möglich, oder zumindest nicht so, wie ich die Lokomotive hier gerade ansteuere. Da kann man sich bemühen, wie man möchte. So, und auch hier geht es wieder am Vorsicht- bzw. Warnung zeigenden Vorsignal vorbei. Wir pfeifen hier einmal, weil da drüben gibt es keinen oder keine technischen Sicherungsmaßnahmen für den Bahnübergang. Und hier müssen wir jetzt besonders langsam machen, denn da hinten steht ein Prellbock am Gleisende. Ich weiß, das ist die Lokbremse. Ich möchte sie allerdings trotzdem nutzen, um hier etwas dosierter verzögern zu können. Ja, und da steht der Zug auch schon im Gleis drin. So, wir legen mal die Lokbremse an, beziehungsweise kann ich auch hier unten die Zugbremse nehmen. Und dann heißt es für uns Fahrtrichtungswende erstmal wieder in Nullstellung. Den Schlüssel können wir eigentlich drin lassen an der Stelle.
auch wenn man normalerweise natürlich das Fahrzeug dann nicht ohne den Schlüssel verlassen sollte, damit uns hier keiner wegfährt. Wir kümmern uns ganz kurz um die Wagen, entkuppeln die und können wieder vorne in den Führerstand hinein. Denn da passt sogar gleich die Fahrtrichtung. Und apropos Fahrtrichtung passt, St. Peter-Molinis Nord ist hier wieder das Ziel. Und jetzt müssen wir ganz kurz mal spicken und gucken. Danach geht es nach Peist und Langwies. Okay, gut. Dann kann erstmal alles so bleiben, wie es ist. Bremse auslösen, Bremse auslösen. Und jetzt hier wieder langsam und vorsichtig nach Möglichkeit Zugkraft aufschalten. Unsere 628. Heute mal nicht Baureihe 628, die kennen wir aber aus Deutschland. Den kleinen Dieseltriebzug. So, jetzt kommt wieder die etwas stärkere Neigung hier. Und sie bremst mal wieder etwas spät, die Lokomotive. Aber wir kriegen das abgefangen. So, das passt wieder mal perfekt. Und dann ein, ja, erstmal letztes Mal der Führerstandswechsel. Fahrtrichtungswende in Nullposition. Den Führerstand deaktiviert, wenn der Schlüssel uns lässt. Jetzt. Und diesmal ganz wichtig, die Beleuchtung hier umstellen. Wir wollen den Zugschluss einschalten. So, Türchen auf. Und ich glaube, ich hatte es in der Folge noch gar nicht erwähnt. Wir können uns übrigens auch mit L die Taschenlampe aktivieren. Dann haben wir noch so ein bisschen Licht mit dazu. Fällt mir jetzt gerade deswegen auf, weil wir hier eben am Bergrand stehen und ja, durch den großen Felsen und durch die doch sehr niedrig stehende Sonne immer mal wieder ein paar Schattenwürfe haben, die uns da die Sicht nehmen. So, hier drehen wir Tür auf, Tür zu, auf den Sitz drauf. Aktiviert den Führerstand, Fahrtrichtung nach vorne. Beleuchtung kann so bleiben. Zugschluss wird ausgeschaltet. Oder hat er das jetzt? Ach nein, anders. Mit Zugschluss ist wirklich dann die andere Seite gemeint und nicht seitenselektiv. Ja, nicht seitenselektiv. Das war's eigentlich. In dem Moment dann vorne ist. Deswegen hier nochmal einen schnellen Führerraumwechsel rein in den anderen und am Führertisch hoch. Ganz kurz hier auf 0 umgeschaltet. Die Tür fällt zu. Wir fallen aus dem Fahrzeug kurz raus und dürfen hier drüben wieder einsteigen. Das gehört dann eben mit dazu. Wenn man merkt, man hat irgendetwas vergessen, dann muss man natürlich auch ja, so ein bisschen die Last auf sich nehmen und dann noch einmal rübergehen. Führerstand, Instrumentenbeleuchtung fertig konfiguriert. Und dann würde die Lokomotive bestimmt jetzt gleich wieder losschnippen. Wobei nein, jetzt ging es sehr angenehm vonstatten. Das hat man noch gerne. Bisschen mehr Zugkraft freigeben. Das ist eben der Nachteil, ne? Wenn man in den Alpen rangiert, dann muss man gerade am Berg etwas mehr Zugkraft aufwenden. Wobei, eigentlich brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr als Rangierfahrt weitermachen, sondern wir könnten jetzt sagen, wir gehen hier wirklich direkt in die Zugfahrt über. So, es heißt Bahnsteig 2 sind es 1,4 Kilometer
Und Langwies kommt dann schon direkt dahinter. Also, es ist gar nicht mal mehr so viel, was wir hier vor der Nase haben. Hier nochmal die beiden Anzeiger für die Gleise. Und ab hier vorne ist dann die Geschwindigkeitsveränderung gültig. 33 darf gefahren werden. Und jetzt geht es wieder richtig, richtig schön in die Sonne hinein. Den Augen tut es dann echt immer dolle weh. Aber in der Simulation schaut es einfach prächtig aus, weil man eben gerade da die Vorteile auch nutzen kann, nämlich einen teils wunderschönen Blick. Dazu gibt es noch einen goldgelben Schimmer. Ja, es ist einfach phänomenal, wirklich. Muss man einfach so sagen. Richtig cool. Also ich staune halt immer wieder, wenn ich mir in der Schweiz einfach die Oberleitungskonstruktionen angucke. Insbesondere eben bei der Rätischen Bahn. Was man sich da teilweise einfallen hat lassen, das finde ich echt gut. Insbesondere diese Querverstrebungen mit drin. Also die Tragseile quasi. Wie die hier einfach gespannt sind. Da rein dann noch eine Zickzack-Oberleitung zu integrieren und eine Oberleitung, die eben an so vielen Stellen genau da hängt, wo sie hängen soll. Das ist schon eine Herausforderung. Nochmal ganz kurz auf die Pfeife gedrückt, um auch wirklich den letzten von der Schiene runterzubekommen. Hier können wir direkt schon die 30 vorwählen, auch wenn wir jetzt eigentlich hier oben noch die 100 Meter quasi ablaufen haben. Man kann nämlich immer sehr, sehr schön daran erkennen, wo die Geschwindigkeiten umgesetzt wurden, indem man auf diese kleinen Täfelchen hier achtet, mit den ja, schräg schraffierten schwarzen Streifen. Es gibt quasi in der Schweiz das Prinzip, dass eine ja, Tafel dasteht mit einer Zahl drauf, die ihm die Geschwindigkeit vorgibt. Dann kommen diese schräg gestrichelten Täfelchen mit den schwarzen Streifen auf weißem Grund. Da weißt du dann jedes Mal, okay, ab hier gilt die und die Geschwindigkeit. Und zusätzlich gibt es dann noch Signaltafeln, die eben vertikale schwarze Striche oben drauf haben. Und ja, genau hier. Also wir gehen von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. Und da weißt du eben, okay, ab hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und verändert sich in irgendeiner Art und Weise. Also sind dann zum Beispiel nicht 30, sondern 40 km/h zugelassen, beziehungsweise andersrum ist es natürlich auch möglich. Wobei ich mir da jetzt gar nicht mal so sicher bin, weil eigentlich gilt ja dann einfach nur die Höchstgeschwindigkeit der Strecke wieder, die angegeben ist. Da müsste ich tatsächlich nochmal in die oder in den Bereich Schweizer Signale hineinschauen. Insbesondere jetzt hier bei der Nebenbahn. Aber nochmal, also typisch ist es eigentlich, dass man eine Geschwindigkeitsherabsetzung hat und diese dann ja, durch die vertikalen schwarzen Striche aufgehoben wird. Was ja dann eigentlich zur Folge nur eine Aufsignalisierung haben könnte, aber da möchte ich mich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnen.
sondern sehen wir hier auch schon unser, naja, etwas kleineres, aber trotzdem etwas unschöneres Problem, nämlich, dass wir schon in circa 2 Kilometern in Langwies angekommen sind. Und wenn wir uns das Ganze mal auf der Übersichtskarte unter dem oder unter der Taste 9 anschauen, dann sehen wir, dass da auch gar nicht mehr so viel Strecke hinten dran hängt. Also den Großteil sind wir eigentlich jetzt gefahren. Und zwar sind wir eben in Chur gestartet und dann hier bis nach Langwies, haben sehr, sehr viele schöne Streckenabschnitte unterwegs gesehen. Besonders interessant wird es allerdings auch nochmal, wenn man sich dann den, ich sag mal, hinteren Teil der Arosa-Bahn anschaut, wo dann hier auch diese, ja, teilweise Kreiskehren kommen. Also sind keine richtigen Kreiskehre, aber zumindest in dem Fall hier die Hufeisenkurve. Also das hat schon wirklich was. Das ist echt schön. Doch hier wieder eine Brücke an die nächste gereiht. Das ist schon echt cool. So, ein dunkler Tunnel. Das heißt, es ist für uns Zeit, das Fernlicht einzuschalten. Sieht man eigentlich einen Unterschied? Ja, sehr schön. Endlich wieder mal ein Fahrzeug, wo es einen Unterschied zwischen Fernlicht bzw. dem normalen Licht gibt. Na, ausschalten wollte ich es jetzt auch nicht. Doch hier wieder richtig, richtig schön optisch. Kann man sich an diesen Viadukten wirklich nie satt sehen. Was da vor allem auch für einen Instandhaltungsaufwand teilweise mit drin stecken muss. Ja, besonders problematisch wird so eine Angelegenheit einer Brücke natürlich dann, wenn sie in irgendeiner Art und Weise beginnt zu rosten oder sich auch irgendwelche anderweitigen Korrosionsschäden breitmachen oder Schäden, die eine Korrosion begünstigen, nämlich dann, wenn zum Beispiel der Beton irgendwo eingerissen ist. Im schlimmsten Fall ist es dann auch eine Stelle, wo sich irgendwie Wasser drin sammeln kann. Und wenn der Spalt, der Schlitz dann irgendwie vollläuft mit Wasser, dann beginnt natürlich auch innen drinnen die Bewährung zu korrodieren, und wenn die beginnt zu rosten und man das nicht rechtzeitig merkt, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht abschätzen kann, wie die Bewährung jetzt genau im Stahlbeton ausschaut, dann kann es da doch relativ schnell zu irgendwelchen Komplikationen kommen. Und gerade deswegen muss man da eben besonderes Augenmerk drauf legen und darauf achten, dass man da nicht zu viel an, ja, Wassereinlagerungen etc. drin hat. Insbesondere geht das Augenmerk auch dahingehend, dass man natürlich im Winter diese Wassermassen dann einfriert. Und der eine oder andere kennt es vielleicht. Man hat früher, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das jetzt abläuft, aber vielleicht gibt es in dem einen oder anderen Land immer noch diese Methodik, dass man auch mit Wasser tatsächlich große Felsbrocken, die wirklich mehrere Kilo, mehrere Tonnen schwer sind, auseinandersprengen kann, indem man einfach zum Beispiel mehrere Bohrungen innerhalb des Steins vornimmt oder einfach der Gesteinsart und quasi diese dann mit Wasser auffüllt und durch die Ausdehnung, die Wasser halt zur Folge hat, wenn es gefriert, kann man dann teilweise diese großen Gesteine auch spalten. Also wirklich nur dadurch, dass man da flüssiges Wasser hineinfüllt, und wenn das vollständig durchgefroren ist, dann kann es wirklich dazu kommen, dass sich da ein Stückchen abspaltet. Jetzt werden wir natürlich wieder zu schnell. Das wollen wir nicht. Aber wir bringen unser Fahrzeug hier jetzt erstmal zum Stehen. Und damit wäre es das dann tatsächlich auch für heute wieder gewesen. Die Lokomotive steht hier im Abstellgleis. Und ja,
Das Szenario sagt vielen Dank für das Beenden der Aufgabe. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Und das war es auch von meiner Seite. Ich wünsche allseits eine gute Fahrt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Däumchen nach oben geben und natürlich den Kanal abonnieren. Ich sag tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.